Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Best Engineers. Heute mal wieder dabei, unser guter Geister. Hi du. Na, alles klar? Ja. So, bringen wir erstmal dieses zusammengewürfelte Schrotthaufen zur Boje zurück, ja? Ich hätte meine Bitte. Drück mal bitte winken. Weil wenn ich jetzt winken drücke, dann passiert bei mir gar nichts. Aber wenn ich die Sachen hier in die Hand nehme, funktioniert's. Aber winken. Du hast recht. Bei mir funktioniert keine der Gesten. Hm. Okay. Ist ja blöd. Dann wissen wir, was das Update neulich gemacht hat. Ja, Bug. Gestern. So, achso, wir bauen jetzt erstmal, bau mal bitte die Dusche ab. Aber erst will ich nochmal duschen. Ich frag mich, was passiert, wenn man das Ding von innen heraus abbaut. Keine Ahnung. Sehen wir ja gleich. Träger, okay. Wow, okay, jetzt wurde ich herausgekickt. Nee. Ich würde sagen, dann ist die, ist das Regal unser Lager von den Materialien. Ja, so für so ein bisschen Zwischenmaterial. Ja, ich würde sagen, wir tun die einfach hier rein. Ist doch eigentlich. Für mich persönlich, ich finde das nicht so schön, wenn man die immer wieder ab- und aufbauen muss. Das Regal lassen wir ja auch. So, tu mal das bitte rein schweißen, was du gerade aus der Dusche gebraucht hast. Ja, erstmal muss ich kurz zur Raffinerie. Zum Fertigungsroboter. Der Sampler, das Fertigungsroboter ist beknackt. Ah, wir haben noch vier große Stahlrohre und ein paar Motoren. Ja. Stahlrohre, Motoren. Ja. Jetzt können wir uns auch wieder umziehen. Aber soll ich das mal aus... Ne, das kannst du ja eh nicht dran. Aber dann haben wir es wenigstens. Ja. Und guck mal, der hat... du hast sogar, warst sogar so nett und hast meine Kleidung hier reingeholt. Ja, ich könnte ja auch frech sein. Sieht ja gar nichts. Nö. Ansonsten macht doch den Klontrupper. Oder auf Deutsch die Sturmtruppe. Seit wann kann man das nicht mehr. Seit wann kann man den Anzug nicht mal einfärben? Klingt doch noch nie. Doch. Ja? Ja. Okay, ist mir was Neues. Dann bin ich eigentlich wieder zurück zu unserer Station, zu unserer Base. Ja. Soll ich die hier nicht erst noch fertig schweißen? Nein, nein, reicht. Okay. Liegst du schon? Ich habe mich zumindest schon mal reingesetzt. Dann lass mich vorher auch um reinsetzen. Warum konntest du eigentlich das Geschütz ausschalten und ich nicht? Ich habe das Geschütz nicht ausgeschaltet. Achso, dann war das eine Spätreaktion von meinerseits. Des Geschützes. Ja, scheint so. So, was machen wir mit dem Schrotthaufen? Ich würde sagen, wir bauen das Ding um. Aber erst hacken. Ja klar.
Ach, weißt du was? Doc. Ich warte bei der Base. Meinst? Ja, ein bisschen Materialien schon mal sammeln. So, 50 Meter in der Sekunde beschleunigt. Und bin zu Hause. Stimmt das? Einfärben kann ich auch noch machen. Eieiei, das Ding ist so groß, ey. Ja. Ey, wenn ich von hier angucke, wenn ich von hier gucke, dann will ich dahin gar nicht gucken. Ich würde das Ding nicht anlocken. Aber. Habe ich auch nicht vor. Kannst du das gerade hinstellen? Das ist so, wie ich jetzt stehe. Ansonsten falle ich so weg. Deshalb sollte eigentlich das letzte Mal der eine Motor angeschossen werden. Oder Reaktor. In der letzten Folge sollte ich ja einen Motor anschießen. Den Reaktor anschießen. Ganz Ja, einfach. Das Schiff hat zwei Reaktoren. Wenn das Schiff Energie verliert, kann es nicht mehr schießen. Verstehst du? ja. Und wenn die Reaktoren außen sitzen, ist es das beste Ziel, die so weit anzuschießen, bis sie ausfallen. Werde ich mir merken. Stellt er gerade was her oder zerstört er? Er vernichtet gerade. Okay. Habe ich eigentlich Stahlplatten dabei? Nein. Ja. Stahlplatten sind in den Dingen genügend. Nur, dass ich den Weg ein bisschen breiter machen kann hier.
So, der hier, dann der hier und ja. So, aber darauf Zugriff? Nein, dann picken wir das Ding mal. Hackst du mal bitte noch die anderen Container, dass wir die leer machen können? Ja. Wie fuck, was fuck? Fuck. Nicht fuck. Wieso fuck? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast gerade fuck gesagt. Eigentlich zack. Dachte ich. Achso. Ein Container ist fast vollkommen zerstört. Was? Oh Scheiße, da müssen wir mal nachhelfen mit Materialien. Ja, den hier habe ich gerade. Ich nehme den den Sammler hier ab. Oder soll ich den dran lassen? Ne, lass den mal dran. Wie kann ich denn dann darauf zugreifen? Über den einen Container, der hinten dran ist. Wir müssen aber erst die Antwort noch fertig checken. Und einer ist zerstört, den müssen wir erst reparieren. Oder ich mache hier vorne den Verbinder frei. Hinten auf der Lauffläche ist kann man Zugriff nehmen. Oha. Wir müssen jetzt nur noch hier den reparieren. Wir brauchen Herstellungskomponenten. Müssten in den Ding liegen. In. Egal. Müsste es eigentlich mal umbenennen. Lass doch egal, egal sein. So, mal gucken, was wir noch so brauchen. Oh, Startbild. Im Container 3 befinden sich Kobalt, Magnesium, Gold und Silizium. Ja und? Das ist doch gut. Beim nächsten Mal aufpassen, wo du hinschießt, wenn diese Dinger nämlich kaputt gehen. Ja, ich weiß. Aber fürs erste Mal war unsere Aktion eigentlich schon okay. Ja. Nein, nicht Licht ausmachen. Oh. Aber ich bin immer noch dafür, einen Raketenwerfer da gerade mit anzubauen. Können den ja deaktiviert lassen, aber für Fall der Fälle. Wenn du schon mit der Gatling so viel Schaden anrichtest, ich will das Schiff gerne kapern und nicht vollkommen zerstören. Na gut, das kann ich wiederum dann auch verstehen.
Raketenwerfer, Bums, ein Treffer und das Ding ist irgendwo. Aber nicht da, wo es sein soll. Soll ich dir sagen, welche Materialien wir noch brauchen? Ich habe einen Container hinten in die in den Assembler eingegeben, der müsste ihn jetzt nach und nach fertig machen. Achso. Aber nicht mein Ziel, was ich eigentlich wollte. Aber immerhin etwas. Das, was du willst, können wir ja auch immer noch sammeln. So, so hast du Stahlplatten mit? Nein, leider nicht. Oh. Wir müssen erstmal den Kubus befestigen. Das hier alles befestigt. Mit normalen Stahlplattenteilen. Wenn es mal aus dem Weg. Hm. Dong. Hört der hier auch ab? Nein. Der hält mit. Es sind nur die schrägen Teile, die weg müssen. Er macht das immer noch nicht. Ich erinnere mich damals noch, wie ich an der Spaceport gearbeitet habe. War wahrscheinlich dasselbe Schiff. Ich finde das eine Update mit in Scrap Metal jetzt total gut. Mir gefällt das wirklich. Aber wenigstens noch etwas gewinnen. Nicht nur für List. Ich habe keine Startplatten mehr. Zwei Startplatten? Nein. Ich habe dir gerade. Oh. Ich habe dir gerade zurückgelegt. Tröde immer. Ich würde es mir aber auch wünschen, dass Scrap Metal etwas länger bräuchte, um kaputt zu gehen. Okay, wohin soll ich die packen? Hier unten? Guck mal, ob du die Reaktoren reparieren kannst. Ja, mit Sicherheit. Wie viele Reaktoren sind denn zerstört? Zwei. Ja, wir haben das Schiff ganz schön zugesetzt.
Ah, schön, Magnesium haben wir mitgekriegt. Chester? Ja. Was machst du? Ich stelle gerade was her. Erster Reaktor ist wieder da. Gut. Bei dem zweiten Reaktor brauche ich noch 22 Computer. Genau 22 Stück habe ich gerade produziert. Okay. Habe einfach wahllos auf die Tasten auf die Taste gedrückt. Soll ich hier eventuell das Uran rausnehmen? Das kannst du machen. Wenn du meinst, dass es sinnvoll ist. Jo. Also ich habe noch den Uran da drin gelassen. Ja. Weil die anderen, die habe ich rausgeholt. Sind die hier mit 80 grau? Soll ich die mal gelb machen? Hier oben bei uns die Platten. Ja, ich hab mich noch auf keine Farbe geeinigt. Dann habe ich eine Idee. Was findest du mit Weiß? Oh, das. Ehrlich? Du kannst ja gerade das ganze Weiß, ganze Schiff Weiß. Scheiße. Neue Schwarze ist das neue Weiß. Eieiei. Was dann? Nee, das sieht so schlimm aus. Ach, jetzt ist der Anzug auf einmal weiß. Nö, nee, ich will schwarz wieder. Nein, schwarz. Kann er den Anzug selbst schwarz machen? Sag doch mal, man konnte die färben.
War mir ehrlich gesagt noch nie bekannt. Aber ich finde irgendwie, jetzt sieht das Schiff scheiße aus. Irgendeine andere Farbe muss her. Da ist jetzt das Business Schiff, Mann. Da ist Sollen wir es. es jagen? Sollen wir es jagen? Deine Entscheidung. Ja. Also die hier abbauen. Nur die erste Gitterreihe hier. Ich dachte, du hättest dein Handy deaktiviert. Hab ich. Warum höre ich an Handy? Schatz, man hört dich. Wie denn? Das Handy sendet Funksignal. Das Funksignal nimmt blöd. Du hast kein Internet an. Du hast aber das normale Netz an, oder? Doch, garantiert. Eieieiei, mein Zimmer ist rot. Wir haben gerade einen ganz schön roten Sonnenuntergang. Ich glaube, davon muss ich schnell ein Foto machen. Tu das. Sein wir nicht das Stück hier. Ja, einen Moment, ich muss ja wohl das irgendwie, ich muss ja wohl einen Ankopplungsfuß vorne dran setzen. Kollege. Warte, wenn. Ach nein. Ich möchte vorstellen. Nein, lass doch! Arm schön mal. Warum? Nachher bist du als erstes tot. Ich fliege ja auch nicht so bescheuert, dass ich als erstes tot gehe. Mir egal, ein Gehst bisschen du jetzt bescheuert. mal da weg? Nein. Oh. Lol, der Fuß ist gelb. Hast du wenigstens noch Materialien für die Dinger hier? Nein. Aber klar. Ich hatte nur 3 Stück drin. So blöd, dass ich dann daraus dann nicht mehr sehen kann. Ach so, okay, ja, wenn. Egal. Warum starten wir sonst kriegen? Sonst haben wir das Ding bald nicht mehr in der Nähe. Ja, dann komm. Also, ich aktiviere gleich einmal die Waffen. Okay, sind aktiviert. Ja, das nehmen wir aber jetzt noch mit. Das nehmen wir noch mit, bevor wir aufhören. Weißt du schon, wo dort die Waffen sich befinden? Negativ. Ich würde hier ungern irgendwas Falsches treffen. Ich weiß gar nicht, wo beim Business Shipment. Ah, doch, ich glaube, der ist vorne, der Reaktor. Da oben drauf, das Ding da, ist das ein Geschütz?
Gute Frage. Ich sehe es von hier nicht. Oder ist das? Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Okay. Nicht so viel schießen, nicht so irgendwas definitiv gut machst. Ich hoffe zumindest, dass es war. Das ist. Ne, jetzt sind an der Seite. Ich habe den Sammler abgeschossen. Okay. Ich sehe kein Geschütz. Wo siehst du die? Auf der anderen Seite. Okay. Siehst du nicht die Strahlen? Doch, ja, jetzt sehe ich sie. Ja. Ja, ich sehe die Strahlen halt schon etwas länger, glaube ich. Ich glaube, das liegt daran, dass ich selber ein Geschütz bin. Alter. Schön. Das ist Geschütz ist weg. Muss das zweite Geschütz, ich sehe es nicht. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Okay, kannst es andocken. Beide Geschütze sind weg. Gott. Dein Wort. Das Problem ist halt, ich kann die Dinger nur vollkommen zerstören, weil ich halt nicht sehe, wann die Dinger deaktiviert sind. Bei mir laufen die ganze Zeit weiter. Ja, weißt, ich habe ein Problem. Welches? Der Magic Block ist total in meinem Sichtfeld. Kann nichts sehen. Kannst du mal rausgehen und den wegschmeißen? Flexen. Wenn ich jetzt rausgehe, dann schießt das Ding hier wahllos auf das Schiff rauf. So, ist abgeschaltet. Ja, danke. Hoch. Achso, komplett weg. Komplett weg, ich sehe nichts, ich habe keinen Blick. Danke. Können Sie anschließend nochmal dran machen? Wenn wir das Schiff angehalten haben, dann müssen wir warten, bis es stoppt und danach wieder abkoppeln. Ja. Oh, ich finde dieses Mal habe ich sehr gut geschossen. Wow. Willst du nicht etwas mehr nach rechts? Beziehungsweise von dir aus jetzt nach oben? Koppelt nicht an. Soll ich dann einfach mal hacken? Sorry.
Okay, ich versuche ein Experiment. Das wird wahrscheinlich schief gehen. Ja, komm, lass mich dann einfach hacken. Der greift nirgendwo mehr. Das ist für ein scheiß Fuß. Ich hacke schon. Die haben mehr als verbuggt, ey. Ich krieg den Fuß nicht mehr gestoppt. Okay, so, ich bremse es dabei. Warte, 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 ich muss das mal hinter dir weg. Okay, ja. Kannst. Okay, und bin still. Ja. Haben ein weiteres Schiff. Ja. Och, nee, wie das aussieht. Tatsache, ich kann den Landefuß nicht mehr positionieren. Naja, gut. Falls euch die Folge gefallen hat, dann kommt die nächste Folge wieder. Falls euch nicht die Folge gefallen hat, bitte lasst einen Kommentar da. Aber die Folgen kommen trotzdem wieder. Ja, nee, wäre doch schade, wenn nicht. Oh. Stimmt, ich muss ja noch. Ich lade mal schnell die Sachen rein. Oh, wir haben Batterien. Ey, wir haben Batterien. Okay. Und eine hast du wohl voll erwischt. Was habe ich eine? Eine hast du voll erwischt. Wieso? Da habe ich gar nicht hingeschossen. Ja, du, zumindest ist die nicht mehr aktiv. Guck mal, hier. Eine. Naja, gut. Ja, doch, doch. Da habe ich hingeschossen. Scheiße. Was wollte ich sagen? Hier, Starwing, eingeschützt, da stand hier, ja. Eingeschützt, da stand genau hier. Wenn ich endlich mal auf den Punkt kommen will. Genau hier. Und das andere geschützt, das war hier. Okay. Und ja. Leider haben wir auch ein Verlust damit mitgetragen. Ja, wir haben ein Solarpanel verloren. Ja. Solarpaddel. Na ja, gut. Besser eins als ein ganzes Schiff. Ja. An unsere spontanen Zuschauer, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert uns. Ansonsten lasst es bleiben. An unsere Abonnenten, macht schön fleißig Werbung. Oder auch nicht. Wie oder auch nicht. Nein. Also schön fleißig für Starwing Werbung machen, er freut sich sehr darüber. Er freut sich jedes Mal, wenn er Likes oder Klickzeilen sieht, ist auch vollkommen verständlich. Ich freue mich auch immer, wenn ich bei Starwings Videos gucke und sehe, dass viele Leute liken oder
allgemein viele Leute das Let's Play gucken. Ist doch halt immer wieder was Schönes. Ja. Danger. Gefährlich. Ich auch. Gefährliche Elektronik. Ist doch logisch. Ich finde eine Batterie ist jetzt überhaupt nicht gefährlich. Ich finde so ein Reaktor viel schlimmer. Wie viel Strom da drauf laufen. Ja. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich mach das halt auch mal wieder. Als erstes grüße ich wie immer unsere Starwings liebe Minka. Dann ist heute mal wieder Starwings Frau dran, die grüße ich jetzt auch wieder. Danach unsere ganze Community, die verdient es auch mal wieder von mir gegrüßt zu werden. Unsere Spontanzuschauer, unsere Abonnenten, unsere was auch immer. Jo, dann grüße ich auch noch die Community. Natürlich alle Leute, die uns mögen. Was dann? Was lachst du wieder so abwertend? Hä? Hm? Was lachst du wieder so abwertend? Ich dich da runtergeschubst hab. Trottel. Der wird einfach mal pluppt. Ist weg. Aha, hier, der hätte jetzt funktioniert, siehst du? Okay. Also aber immer ja noch die falsche Farbe. Aber der hätte funktioniert, siehst du? Sauerei sowas. Hm. Na gut. Man hört sich. Man sieht sich. Man liest sich. Ich stecke im Boden. Ist das wahr? Tschüss. Ciao.